Moin zusammen YouTube, herzlich willkommen zur nächsten Session von Sea of Thieves, liebe Freunde. Wir befinden uns jetzt gerade hier am Start, wir sind gerade frisch reingestartet in die Session. Mal gucken, was die heute bringen wird. Die letzte war ja gigakrass actionreich, wir haben ja richtig hart Schiffe versenkt und auch gut Schätze erbeutet. Sogar einen komplett hart-stuckt Gallione mit dreimal Fort of the Damned Loot. Also da ging richtig die Post ab. Solltet ihr die letzte Session dann noch nicht gesehen haben, schaltet die auf jeden Fall mal ein und guckt sie euch an. Da wurde richtig, richtig, richtig krass was rausgeholt. So, da gucken wir mal, ob wir heute diese Serie fortsetzen, ne? Dass wir hier wieder richtig was ranholen. Müssen wir mal schauen. Ich bereite jetzt gerade die ganzen Supplies hier vor. Und dann werden wir gleich loslegen. So, ich mach gerade alles ready hier. Ja, nee, die haben aber schon was länger. Es kommen jetzt in Kürze 80 neue Emotes für Subscriber. 70 für Tier 1, 75 für Tier 2 und 80 für Tier 3. Weil ich habe noch die ganzen animierten Emotes frei. Und da ist jetzt gerade ein Grafiker dran. Die sind auch schon fast fertig. Moin Fabi und Nat. Ich weiß nicht, Nat. Ich kann nur Nat lesen. Dankeschön für den Follow. Und die Sub-Banner werden in Kürze noch höher gehen. Da kühlt einiges. Wie geht's? Gut soweit, Cybergame. Gamer. Und selbst? Chaos ist noch nicht drin bei uns, ne? Na gut, vielleicht gibt der noch Schätze ab oder so. Wir haben ja ein normales Skeleton Fort als World Event. Machst du das vordere Segel schon mal? Jo. Kann man, glaube ich, schon mal hoch machen. Ich gehe mit der Lagerkiste dann rum, ne? Jo, mach das.
ein Hit bin ich tot. Ist das nervig, dass sie immer aufs Schiff rüberballern. Naja. Die Wichser. Und Video wird erstmal auf einen eingeschränkten Modus gesetzt. Digga! Was? Bin auch tot. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ja, das Phantome waren zu viel. Ulbert, moin, dankeschön. Alles klar, mach das, Noah. Oben mal aufgemacht, ne? Mhm. Moin. Hab vergessen, mich auf Discord zu entstimmen. Moin, Tina! Moin, Philipp! Alles gut? Oh. Ich tue erstmal einlagern. Jo. Aber ich habe safe noch nicht alle Kanonenkugeln und so, die es da gibt. Happy Blume, moin! War die Lagerkiste wieder voll?
So. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall gleich erstmal gut Supplies. Moin Realm. Alles gut, Jan selbst. Moin Dominik. Trigo, moin. Aaron, danke schön für den Follow auf TikTok. Liebe geht raus. Danke, danke, Mann. Loyal, moin. Ja, das ist ein Multiplayer-Game. Fisch an, wie groß der ist. Ach so, ja. Das sind diese Welse da. Twig, moin, was geht? Gerade ein bisschen SOT-Action. Bei dir alles gut?
Forest Glider, moin! Da vorne steht ein Sloop am Ausbau. Dann werden wir uns die holen, ne? So, wer macht den Lenker? Du, Oscar, oder was? Welcher Oscar? Ich meine hier. Ah, jetzt ist sein Name mit Punkten. Ich sehe den jetzt nicht mehr. Warum ist das eigentlich in Discord so? Weiß das jemand? Anonymous. In Discord, das seit neuestem aber so, ne? Irgendwann haben die ein Update gebracht und dann sind die Namen immer mit Punkten. Ja, sobald du in den Streamer-Modus wechselst bei Discord, kriegst du nur noch Punkte beim Namen. Wegen dem Streamer-Modus? Hä, wie doof? Ja. Ist das zu. Ich find das auch dumm. Ist das zu performance-lastig, die Namen richtig anzuzeigen? Ach, der ist am Outpost, ne? Ja, ja. Shit, da hinten war doch ein Fort, da wollte ich jetzt hinfahren. Das wurde auch gerade gemacht, ne? Der ist weg, der Totenkopf. Aber ich glaube, wir brauchen zu lange, bis wir da sind. Ja, da brauchen wir zu lange. Ja, dann geben wir jetzt ab und dann machen wir Dings. Chaos, machst du dann gleich hier den Lenker? Kann ich machen. So, und dann geben wir ab. Ah, das wird das Crow's Nest Fortress sein wahrscheinlich. Aber da müssten wir noch 4 Grids fahren. Gegenwind, das wird zu lange dauern. Halt auch sein, dass es despawned ist, ne, deswegen. Ja, ja, wir geben ab und dann gehen wir auf einen neuen Server erstmal. Ja, vielleicht spawnt ja ein neues World Event. Game Master, moin! Pass auf, hier ist eine Sandbank. Ich wollte sehen, ob er sie küsst. Extra nochmal reingelenkt. Oh Mann, macht ihr mal die Abgabe, ich fuck den an der Sloop ab, ja? Jo, mach mal. Die habe ich gerade rüber genommen. Okay. Mach mal kurz den Anker-Cheater, dann komme ich mit der Lagerkiste kurz rein. Er hat zwar Supplies, Brandbomben und so, wollen wir die holen? Chainshots sind halt ganz praktisch, ne? Ich glaube, das ist halt ein Neuling, ne? Das wird jetzt echt unangenehm für den, wenn wir sein Schiff plündern. Sollen wir das machen? Ist überhaupt einer hier? Er ist von seinem eigenen Schiff runtergefallen. Oh, nö. Soll ich sein Schiff auf die Insel fahren? Kannst es ja hier anlegen, dann nehmen wir nur die Chainshots mit. Vorne ist ein Reutiger. Also eine Skellyfleet. Oh.
Okay. Ey, ich glaube, er ist geragequit. Ich glaube, der fand das nicht so witzig. Meinst du? Bro, der Typ, der konnte gar nichts. Also der war wirklich ein Anfänger, das hast du sofort gemerkt. Der hat nicht mal den Outpost hier geplündert, das mache ich jetzt gleich. Der wollte mit der Pistole auf mich schießen. Ich bin einfach nur links, rechts ganz schnell hin und her. Der hat mich nicht einmal getroffen. Der hat mich nicht mal gesehen. Ich stand auf seinem Dach hinten die ganze Zeit. Ja, er dachte vielleicht, dass du ein NPC bist. Der ihm jetzt gerade das Game erklärt. Vielleicht hätte ich mich einfach an seinen Mast stellen sollen und so als NPC tun. Im Voice Chat. Ah, I have some quest for you. Und wenn er mich nicht beachtet, hey, come to me, I have many quests. Hätte ich ja wirklich vielleicht mal testen sollen. Vielleicht hätte er gedacht, ich bin wirklich ein Quest-NPC. Hast du ihn geplündert? So, ich bin jetzt gleich nochmal zurück. Da sind auch noch Fässer im Wasser, ne? Jupp. Vierundvierzig Holzbretter. Die nehmen wir aber noch mit. Oh, was ist das da hinten? Oh, da hinten ist dieses eine Event. Das können wir machen. Ja. Ist gerade gespawnt. Eine Köderkiste, nice. Ja, ich dachte, ich nehme die jetzt mal mit, weil wir vorhin immer, also beim letzten Mal immer Köder gefehlt haben. Wenn sich die Situation ergibt, im Gewitter zu angeln, dann werde ich Köder nutzen. Ja, genau. Wolkenwolf, moin. Alles gut bei dir? Ba-ba-da-ba-ba-ba-da-ba-ba.
Gegen einen Sturmfisch? Nee. Ich hab einen Sturmfisch. Also. Bei mir wollen gerade nur die Panstiebe ran. Wie schnell wir da fahren. Wir hatten hier unten den Hai verkohlen lassen. Oh oh. Das ist mein Fehler. So. Zug links. Jupp, ich hatte gerade noch das Segel vorne. Ich komm hoch. Links, rechts. Ja, beides. Die müsste eigentlich auch untergehen. Die geht unter, die ist stehen geblieben. Dann drehen wir rein. Moin Dominik. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall gleich noch ein Stückchen vor. Ja, ich habe auf jeden Fall schon ein bisschen Segel gegeben. Ich glaube, kannst du auch noch ein bisschen rechts lenken. Krass. Die Sachen da hinten sind zu weit weg. Müssen wir ein bisschen rechts gelegen? Ich glaube, etwas war da noch, ne? Ja, ja. Ein bisschen mehr als etwas. Okay, jetzt habe ich alles dort. Und jetzt geradeaus sind nochmal Vögel. Müsste die andere Suche sein. Das sind einfach nur geradeaus. Okay, bis wir guckst da sind. Du mit dem Segel, Chaos? Ja, ich will kurz mitschießen. Bisschen rechts. Oh, die fährt genau da, wo der Stuff ist, hin. Kann gar nicht hocken, weil die ist jetzt genau über dem Stuff, ja, glaube ich. Ja, die fährt jetzt gleich vorne rum. Das ist ein rechts.
müssen deutlich mehr rechts. Ich habe alles. Wollt. Du machst, der Winkel ist nicht gut. Wir sind jetzt volle Breitseite von denen. Ich komme gerade nicht hin, haben wir nur drauf geschossen. Die gehen unter. Die überdrehen. Wieder direkt rechts eindrehen, ja. Ist in der Lagerkiste Stuff drin? Ja, können wir direkt einlagern. Ja. Wir müssen noch ein bisschen weiter vorne. Noch ein bisschen vor. Oh, pass auf, ihr habt das beide Segel gedroppt. Ja, ich hab schon meins wieder oben. Zurück noch ein bisschen rechts lenken. Hab sehr alles. Schön. Dreh dich einmal um, Chaos. Es kann sein, dass wir ein bisschen zu weit am Rand sind vom Raid. Dann fahren wir ein bisschen mehr in den Schiffsfeld rein. Loop vor uns. Gerade links von uns. Ich bin tot. Der hat mich gewonnenballt. Jo. Okay, die geht schon unter. Dann rechts müssen noch die Sloops sein. Kannst du links denken? Mach ich. Ich repariere unten. Jo. Bist du besank? Dreh jetzt gleich gerade, Chaos, dann können wir direkt den Sloop Blut hochholen. Sure.
müssen ein bisschen, glaube ich, noch näher ran, weil die sind schon sehr weit weg, die Sachen. Ja, das Snoop-Loot kommt rechts direkt. Deswegen warten wir noch kurz. Oder ist jetzt auch wieder nach vorne gerutscht? Ist da vorne. Okay, dann gib ein bisschen Segel. Wir können gleich auf beiden Seiten abholen. Alles. Noah, danke schön für den Follow. Wir fahren gerade genau auf den Felsen zu. Oh ja, pass auf. Scary Beer, dankeschön übrigens für den Follow. Holy shit, ich hab 300 Cannonballs aus diesem Schiffsteil rausgekippt.
Da hinten ist Skeleton Fort, aber ich würde sagen, wir machen danach eine Dings-Quest. Geister Fort und wechseln den Server damit. Ja. Face for real, moin. Alles gut? Kev2Go, dankeschön für dein TikTok-Follow. Liebe geht raus. Und dankeschön für die Likes. Mir geht's gut. Danke, danke. Und Marian-Fan, dankeschön für den Follow. Komm, schön, dass du mit dabei bist. Dann kann sich Lagerkiste schnappen und auch den Outpost plündern. Das wäre nice. Aber hier kriegen wir auch oft Zauberkugeln, ne? Ja, schon. Interagierst du mit den anderen beiden Crewmitgliedern nicht? Hey, wir sind doch im Discord, Digi. Sind doch die ganze Zeit hier am Reden. Irgendwer von euch hat kein Push-Talk, ne? Man hört, glaube ich, die ganze Zeit die Tastatur von jemandem. Das könnte bei mir sein. Ja. So. Ist Chaos den Outpost am Plündern? Ja, das ist schon unterwegs. Alright. Komisch aus, bei mir hast du keine Lagerkiste in der Hand. Man hört nur das Geräusch des Ausräumens.
Okay. Bist du durch mit Plündern? Noch nicht ganz. Alright. Moin Arthur. Grüß dich. Alles gut bei dir, mein Lieber? Und selbst so, ja, alles bestens. Danke, danke. Moin, Paddy. Shisha-Patsch, moin. Alles gut? Oh. Moin mit Schlaghose. Das darf nicht wahr sein. Also heute ist ja wirklich geisteskrank. Also so oft, wie ich heute ge-one-balled werde von ihnen, also das ist ja crazy. Hast du ein Magnet dabei, Cheetah? Das kann nicht wahr sein. Also wirklich, das ist jetzt schon das zweite Mal. Kann man da einfach so untertauchen? Wenn du eine Mission annimmst, dann taucht der unter, ja.
schon gut levelt, so ein Just Trade bei den Fraktionen. So, ich hole wieder Supplies. Bei mir ist alles bestens. Danke, danke. Moin Jojo. Julian, dankeschön für den Follow. Milan, dankeschön für den Sub. Für den Prime Sub. Liebe geht raus. Danke, danke, danke. Den Schlüssel schon, Chaos? Wo? Ja. Sehr schön. Bip, 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 bip.
Moin, Elias. Flamme, einfach Spaß haben. Der Rest kommt von ganz alleine, wenn du regelmäßig spielst. Moin, Hydra. Gemutet die ganze Zeit. Ja, du warst von mir. Wollen wir die versenken? Ja. So musst du zumindest. Ich bin aus Versehen auf den Mute-Button gekommen eben. Achso. Alles gut. Schreibt gerade Ei gefärbt. Er hat schon sein Boot angezündet. Die sind aufgelaufen. Ja, ich gehe gerade an Bord. Sind sank. Du bist gerade alleine an Bord, Chaos, ne? Aber kriegst ja, denke ich mal, ja. Hin. Ist down. So.
noch ein bisschen weiter vorne. Siehst du die Vögel vorne links? Man sieht sie kaum wegen dem Sonnenlicht. Da müsste es ein Loot sein. Das ist sehr gut hier. Ist leer. Ist leer. Auch leer. Hat sie einen Moin? Oh. Dann weiter geht's. Trice, moin. Alles gut? Vitio, moin! Dankeschön für den Follow, genauso auch an Jal, Tates und Tom. Dankeschön, Leute. Tsunami, dankeschön für den Follow. Schön, dass du auch mit dabei bist. Ghost, dankeschön für den TikTok-Follow. Liebe geht raus.
Und ich weiß nicht, wie ich den Namen aussprechen soll. Rinio, Dankeschön für die Geldpistole. Danke, danke. Sind gleich da, ne? Da hinten ist noch eine Schaluppe, so wie es aussieht. Echt? Ja, hier geradeaus von mir. Fährt eine. Oh ja. Die fährt auch so, wie es aussieht, auf uns zu. Guck mal, was ist das? Oh ja, die Schaluppe macht das Event. Die ist am Kämpfen. Dann dreh mal links, Kars. Fahren nämlich jetzt direkt auf sie zu. Ja, wir fahren jetzt gerade wieder weg von der, die ist abgedreht. Okay. Also die fährt jetzt weiter. Die ist vor uns rechts. Ja. Pass aber auf, dass du ihn in die Breitseite reindrehst, ne, Kurt. Weil so ist gut. Wir sind Gegenwind gefahren extra. Die drehen links rein. Wollen die da bei der Insel rein? Keine Ahnung, das wäre ein bisschen dumm. Megalodon, pass auf, okay. Dreh rechts. Gehst uns in ihre Breitseite. Und jetzt gleich dann links mitdrehen, wenn wir schießen können. Mast getroffen. Mast fällt. Okay, irgendein Hit von uns wurde nicht registriert. Du fährst gegen die Steine, Chaos. Ja, ich seh's. Du musst das Segel mit mehr benutzen, dann kannst du schneller drehen. Genau, weil irgendwas sitzt gerade. Ja, wir können von den Geisterschiffen. Der ist an Bord. An Bord. Ich hab einen Anker aufgehalten. Passt auf, dass er nicht wieder an Bord kommt. Und Vollspeed jetzt hinterher. Ja, wir brauchen jetzt Vollspeed. Raus hier. Unten sind wir. Ich brauch gleich unten Hilfe, Cheater. Ich war von Bord verschwunden. Jetzt unten schaffen. Carsten muss jetzt uns auch kurz unten helfen. Ja, du musst uns unten helfen.
Repariert. Repariert beide. Okay, Chaos, du musst helfen, schöpfen. Das schaffen wir nicht, schafft einer alleine nicht. Ich repariere kurz die großen Löcher, dann kriegen wir gleich deutlich weniger Wasser. Passt gut auf, dass ihr euch nicht gegenseitig anheimert. Hast du mich angeeimert? Very good. So, jetzt müsste es gleich einer gegen kommen. Schaluppe ist, glaube ich, weg. Die ist abgetaucht, so wie es aussieht. Ist gesunken, nee, glaube ich. Ist gesunken? Ja. Okay. Glaube ich. Warum sind wir wieder mit? Hat er unsere Kugelkiste von Bord geworfen? So wie es aussieht, ja. Ja, dann hat er es noch runtergeworfen. Junge, Junge. Die muss aber in der Nähe von der Insel hier rumschwimmen, ja, dann. Ja, die muss hier irgendwo liegen. Mach mal das vordere Segel hoch, Chi. Ich schieße jetzt erstmal, weil neben uns ist ein Schiff. Fahr mal links, bitte. Die binden ein bisschen mehr Segel, dass wir ein bisschen Schwung kriegen. Einer kurz unten, glaube ich, mal gucken. Okay, jetzt gehst du wieder ans Steuer, dann gucke ich unten. Ja, hier rechts neben uns ist der direkt untergegangen, der Dude.
dann zieh hinten das Segel hoch, dann bleiben wir kurz stehen. Machen wir kurz den Megalodon hier noch. Ja, wir sind zu nah am Stein, glaube ich. Jetzt wirklich noch ein Skelettschiff? Jupp. Oh, Digga, jetzt kriegen wir auch noch eine Skelettgallione direkt neben uns. Was ist los? Klopft nicht so hart, warum? Wollt nicht, dass sie uns rammt. Aus diesem Event hier raus. Hey. Dreh links wieder. Bräuchte mal einen kurz hier unten Hilfsverpackung. Schöpfe ab. Wir lenken gleich gegen Stein, vorsichtig. Echt, echt. Also ich komme jetzt gerade noch so nah mit dem Eimer, ne? Ja, ich habe die Gallione jetzt erstmal versenkt, damit die uns jetzt nicht die ganze Zeit abschießt. Ja, das ist gut. So. Jetzt kannst du reparieren, ich bin mit am Abschöpfen. Sehr schön. Müsste jetzt gleich untergehen. Ja, Gallione geht unter. Kannst du nochmal ein bisschen eimern, bitte? Ja. Dreh links ein, ne? Mach ich. Bisschen links noch mehr und ein Stück vor müssen wir. Okay, so bleiben jetzt gerade einfach nur geradeaus. Oh, nicht zu schnell. Weiter. Schön. Und zwar Ausschau halten wegen dem Sloop-Loot oder bei der Insel mal kurz. Wir müssen gleich einmal am Rand der Insel so ein bisschen lang fahren. Naja, das Problem ist, das Event ist ja da noch. Boah, und ich muss mal eben ganz kurz pinkeln, ich bin sofort wieder da.
Jo. Aber wir müssen diese Ladekiste finden. Rechts, ne? Ja. So. Vor uns links sind der Vögel, könnte Blutblut sein. Langsamer werden, gucken was da ist. Das ist der Loot von der Flug. Ja, mach Segel. Oder? Nee, nicht immer den. Sprengfass. Da ist auch eine Lagerkiste. Glaube ich. Warte mal, ich guck mal. Ja. Nee, ist keine Lagerkiste. Achso. Ah, das springt fast weggebracht. Okay. Ja, lass uns mal jetzt gleich in die Nähe von der Insel kurz fahren und gucken, ob da unsere Lagerkiste irgendwo ist. Ja, ja. Also der ist auf jeden Fall vom Bord gesprungen. Es kann sein, dass er die Lagerkiste noch hatte und dann mit der weggeschwommen ist, ne? Ja, oder auf die Insel gebracht hat. So, ja, direkt hier vom Torbogen. Naja, kurz davor war das. Das ist ein Felsen, oder den dahinter. Haben wir gerammt. Links wäre gut. Ja, das ist egal. Was denn? Jetzt rechts gucken, nicht links. Geh mal kurz auf die Insel drauf. Die Lagerkiste liegt. Mein PC wieder. Chat. Vielleicht hat er sie sogar vergraben. Keine Ahnung. Ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt keinen Loot haben, aber da waren Kanonenkugeln noch drin. Ja, und Chain Shots, das ist voran. Passt auf, hinter euch kommt schon das eine Mini-Boss-Schiff. Dreh mal wieder links. Ja, komm, dann lass das jetzt. Da jetzt ewig diese Lagerkiste suchen, macht keinen Sinn. Ja, ja. Wir sollten gucken, dass dann nicht nur eine Kiste in der Mitte liegt, weil das ist halt, ne, dafür ist das sehr anfällig. Vor allen Dingen, wenn die Leute immer wieder aufs Boot kommen. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass das jetzt passiert ist. Deswegen lege ich immer drei Stück in die Mitte, weil dann müssen die viel zu viel Zeit opfern, um zu gucken. So, ich muss wieder da sein. Jo, WB. Internet ist weggegangen, ich bin schnell auf die andere Leitung geswitcht.
So. Jetzt musst du aufpassen, es kommen dann irgendwo aus dem Portal Schiffe raus. Junge, was ist denn hier los mit dem Internet? Immer noch? Ja, jetzt ist wieder da. Eben war wieder weg kurz. Keine Ahnung, jetzt läuft's. Ich kann mich nicht beschweren, ey, mein Internet ist so gut am Laufen. Und wenn ich mal Probleme habe, dann nur so eine Minute. Und das auch nur ganz selten. Kannst du kurz ihn holen? Bro, wir segeln voll auf eine Insel. Also, das ist katastrophal, wie wir im Moment fahren, Jungs. Ja. Entschuldigung. Ja, wir sind komplett aufgelaufen gerade. Okay, wir drehen zurück. Lebe wieder. Du kannst einfach nach rechts drehen jetzt, dann fängst du sie gleich ab. Ein bisschen links drehen, nicht rechts drehen, hallo? Ja, ich dreh grad. Ein bisschen wieder links. Brauchst du uns die ganze Zeit sonst den Winkel? Und jetzt auch noch ein bisschen Segel. Ne, jetzt kein Segel mehr geben. Jetzt drehst du rechts, damit wir den Boot nehmen können. Ist noch nicht das letzte gewesen? Nee.
Schiff kommt ja gar nicht voran. Eieiei. So. Okay, kommt, go. Gerade an dem Event echt sehr lange, nicht dass gleich irgendein Schiff noch kommt. Kannst du rechts drin, haben wir links ein Schiff. Du musst jetzt nur gucken, wo die Schiffe sind und entsprechend uns die Winkel drehen. So links drin, damit wir schießen immer ein bisschen links hier, ja. Da liegt noch Stuff im Wasser. Ich weiß nicht, ob da eine Kiste bei ist. Guck mal kurz. Nee, das sind nur 4 Fässer. Bist du hin? Jetzt musst du aufpassen wegen der Insel, ne? Ja. Und eigentlich nach da vorne zu den Schiffen, aber wir können auch die hinter uns überholen. Moin Trident, alles gut? Seite rechts drin, damit wir das Schiff direkter machen können, dass da am nächsten ist. Ne, nicht rechts drehen. Guck mal, wir haben hier links vor uns ist direkt eine jetzt. Ja, eben rechts drin. Ja, aber wir fahren ja gerade links rüber, oder? Ja. Jetzt drehst du wieder rechts. Komplett rechts. Drehst du links, damit wir rechts schießen können.
Und jetzt guckst du, was das nächste zu uns kommt und bis dahin, dass wir dahin schießen können. Pass auf, jetzt kommt vor uns eins. Das ist jetzt links, dass wir rechts schießen können. Und in dem Fall nimmst du am besten bei dir noch das Segel raus, weil dann drehst du deutlich schneller. Was ist los mit diesem Feuer? Guckst du gleich, wo der Boss rauskommt und brichst uns so, dass wir da drauf schießen können. Er ist hinter uns. Hinter uns, das heißt, du drehst jetzt rechts. Und hältst uns danach den Winkel und wenn er zu nah kommt, droppst du hinten die Segel. Aber erst wenn er näher kommt. Das reicht, das Winkel musst du weiter drehen, sonst überdrehst du. Jetzt musst du eher wieder ein bisschen links gegen drehen. Aber nur ein klein wenig. Warte noch mit droppen, mit droppen. Sehr schön. Und jetzt kannst du zu ihm rüber drehen und die Segel leicht runter machen. Die Segel mache ich dir jetzt kurz leicht runter. Das ist ein Rekord, so lange hat noch nie jemand an diesem Event gebraucht. Dieses Loop hat uns echt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Alles. Sehr nice. Dann auf zum Outpost. Welcher? Im Süden irgendwo sein müsste. Ja, Azid.
3 Keks. Um die Insel rum, ne? Ja, ach, das ist auch schon hoch. Hälfte. Noch ein bisschen mehr rechts. Was ist denn mit Cheater mit so einer langen Harpune? Gehst du mit der Nahkiste rüber? Krass. Yep. Pass auf wegen Feuerwerk, ne? Dass die Kiste, die ganzen Slots nicht voll zugemüllt werden mit dem Feuerwerk. Muss halt ab und zu mal wieder reingucken. Die Kiste.
Ich würde sagen, wir switchen gleich dann den Server auf Geisterfort wieder. Ja. Hätte ich auch vorgeschlagen. Okay, ich bin ganz kurz AFK. So Leute, ich frühstück jetzt eben nebenbei. So, ich bin wieder da, ich frühstück jetzt eben nebenbei. Chaos muss auf jeden Fall öfter bei uns jetzt mal mitfahren hier. Okay. Dann machen wir aus dir einen Brick-Steuermann. Ja, ich kann irgendwie alles fahren, bis auf eine Brick. Ah, immerhin fährst du besser als Anzi oder Minigun. Das freut mich sehr. Ich hatte jetzt leider am Ende des Kampfes ein paar FPS beeinflusst, also 6. Bisschen blöd. Panda, sein Internet ist weg. Na, wir kürzen ja noch hin. Moin, Little David. VIPs werden getrashtalkt, nö.
ist unsere Gilde im Prestige gestiegen. Was passiert hier gerade? Hallo? Sea of Thieves? Hallo? So, jetzt ganz wird. Chaos ist, glaube ich, auch kurz AFK. Okay. Der muss sich erstmal kurz erholen. Dem war das gerade, glaube ich, zu viel alles auf einmal. Ey, was ist denn jetzt los? Ich bin da losgefahren. Es war aber auch gerade sehr viel auf einmal. Gegnerisches Schiff, Megalodon, Skelettschiff und ein Geisterfleet ist schon... nicht sehr einfach. So, mein Gitter. Baby. Janowitz, nur 15 Stunden 50? Ich bin enttäuscht. Also von dir hätte ich mehr erwartet, Janowitz.